Aiwanger bei uns zu Gast, der unser, da ist er. Macht noch schnell Bilder. Ich glaube, Hubert, du musst runtergehen. Die wollen noch ganz viele Fotos mit dir haben, ganz viele Selfies. Hubert kommt heute nicht mehr zurück nach München. Der ist mit Selfies beschäftigt die ganze Zeit. Ich freue mich darauf. Ralf Cannabis Schick ist bei uns. Er ist der Sprecher Berufskraftfahrerbeauftragte vom BLV. Und dazu ist die Melli mit dabei. Sie kennt ihr alle, die Melli von den Asphalt Cowboys. Wir haben also wieder auch die nächste Prominenz hier. Und man sieht es hier gerade, man sieht die Künstler sehen. Aber der Hubert, ja, der ist beschäftigt. Der kommt nicht mehr zurück. Der wird sein Flieger versagen. Ralf, danke, dass du auch wieder dabei bist, dass du hier gekommen bist. Es war nicht ganz einfach, ich weiß das. Dein Wort an alle. Servus, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ihr seid, wie hat der Herr Aiwanger eben gesagt, wir sind die Helden. Nein. Wenn wir Helden wären, dann würde man nicht so mit uns umgehen, wie man mit uns umgeht. Es ist ein Wahnsinn, was wir Fahrer, und ich bin selber Fahrer, was wir Fahrer Tag für Tag draußen ertragen müssen. Wir haben unzumutbare Zustände, was die Toiletten angeht. Wir haben unzumutbare Zustände, was die Versorgung von uns Fahrern angeht. Und dann kann man nicht hergehen und kann sagen, wir sind Helden, weil so geht man mit Helden nicht um. Wir vom BLV Pro haben ganz bewusst eine Sparte mit reingepackt, die sich um die Bedürfnisse und um die Anliegen von uns Berufskraftfahrern kümmert. Und ich möchte gar nicht lange reden, ich möchte euch nur mit auf den Weg geben. Ich bin derjenige, der dem da drüben mächtig auf den Sack gehen wird, dass sich die Arbeitsbedingungen für uns ändern. Und da könnt ihr euch auf mich verlassen. Das wollte ich euch nur sagen. Ich möchte gar nicht viel weiter auf die Probleme der Fahrer eingehen. Wir haben einige Fahrer hier, die sprechen werden. Ich wollte euch nur sagen, dass ich derjenige bin, der alles dafür tun wird, um die Dinge, die im Argen liegen, den Damen und Herren da drüben in dem Superbau zu vermitteln und zu sehen, dass wir was verändert kriegen für uns Fahrer. Danke, schönen Tag noch.